Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war der sehnlichste Wunsch, den Mose hatte, nachdem er mal wieder richtig Stress erlebt hatte. Er musste erleben, ertragen, wie sein Volk, das Volk, das er mit Gottes Hilfe ins verheißene Land führen sollte, wie das in seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb gebastelt hatte und als Götzen anbetete. Enttäuscht, desillusioniert stand er vor Gott und sagte: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose wollte in der Situation einfach, ich stelle es mir so vor, einfach mehr von Gottes Größe und Schönheit sehen. Und er hatte einfach die Nase voll von Versagen und Dreck und Gemurre und Gemecker. Er wollte einfach Gottes Herrlichkeit sehen, wo Perfektion ist, wo Schönheit ist, wo Licht ist, wo kein Platz ist für Dreck, für Mist, für Versagen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist nicht nur der Wunsch von Mose gewesen, sondern das ist ein Wunsch, der zutiefst in jedem von uns steckt. Gott hat in uns ein Verlangen hineingelegt, ein Verlangen nach Schönheit, nach Vollkommenheit, nach Reinheit, nach Dingen, die einfach richtig sind und gut sind, an denen es nicht falsch ist, wo es nicht mehr humpelt und nicht wirklich funktioniert. Und diese Sehnsucht können wir in der Weihnachtszeit besonders gut an uns wahrnehmen. An Weihnachten sind wir bemüht, dass etwas aufleuchtet von Herrlichkeit. Wir lieben es, wenn es ordentlich ist, wenn es blitzt, funkelt, geputzt ist, sauber ist. Wir bemühen uns, dass es alles so perfekt wird, wie es uns eben möglich ist. Und wir sind glücklich, wenn Friede und Freude am 24. Dezember bei uns im Wohnzimmer anwesend spürbar sind. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern an eure Vorfreude in der Kindheit? Heiligabend, endlich in das Weihnachtszimmer hineinzukommen, endlich den Tannenbaum zu sehen, die Geschenke unterm Tannenbaum, dazu der Duft von Wachs, Tannengrün, von Mandarinen, vielleicht noch Musik im Hintergrund und um uns die Menschen, die wir lieben, die gut zu uns sind, mit denen wir gern zusammen sind. Herrlich, ein Stück von himmlischer Herrlichkeit hier auf der Erde. Und unser Herz sehnt sich danach, sehnt sich nach diesen herrlichen Momenten, nach Herrlichkeit. Mose seufzte: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann, circa 1400 Jahre später, schreibt der Evangelist Johannes: Wir sahen seine Herrlichkeit. Er will den Menschen mitteilen: Gottes Herrlichkeit ist jetzt zu sehen. Schaut her, wir wollen sie euch zeigen. Gottes Herrlichkeit ist jetzt sichtbar da, in Jesus Christus. Und ich lese euch dazu den Vers aus Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Johannes will die Welt wissen lassen: Jetzt in Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes in die Welt gekommen. Gottes Herrlichkeit ist in Jesus Christus da, jetzt im Wort und in Fleisch und Blut. Und das sind die zwei Punkte, die ich euch mit euch heute Morgen angucken möchte. Johannes beginnt sein Evangelium mit einem Erklärungsversuch, wer Jesus ist, wie Jesus zu uns steht. Und dabei konfrontiert er uns mit ziemlich komplexen Sätzen. Ihr habt sie schon einmal gehört und ich möchte sie euch jetzt noch einmal vorlesen. Es ist ein Erklärungsversuch. Also Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Alles verstanden? Genau, so ist es mit Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts,
was ohne ihn entstanden ist. Das ist der Einstieg der Erklärung zu dem, wer Jesus Christus ist, der von Anfang an da gewesen ist. Und dann kam diese krasse Zeitenwende. Die Zeitenwende, dass das Wort sichtbar wurde, wie es in Vers 14 dann heißt. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jesus Christus, das Wort Gottes, ist in diese Welt gekommen und ist jetzt für uns sichtbar und erlebbar. Jetzt hat die Welt die Chance, Gottes Herrlichkeit ganz neu wahrzunehmen, zu erkennen. Wir können Jesus wahrnehmen durch das, was er sagt, was er spricht. In seinem Wort begegnen wir Gott. Im Hören und im Verstehen, im Aufnehmen von den Worten Jesu, kommt die Herrlichkeit Gottes in die Welt. Und davon berichtet das Neue Testament, berichtet immer wieder, was geschehen ist, wenn Jesus gesprochen hat, wenn Jesus geredet hat. Menschen wurden erreicht. Menschen haben eine Wende in ihrem Leben erlebt. Sie haben plötzlich verstanden, so ist Gott, hier begegnet mir Gott. Sie haben sich umgedreht und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben alles stehen und liegen lassen, weil sie gemerkt haben, hier sind die Worte, die in mein Leben hineinsprechen. Sie haben eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen. Sie haben Wunder erlebt. Dort, wo Jesus redete, kam Gottes Vollmacht in diese Welt hinein. Da kam Herrlichkeit hinein. Und dann kam es zu einer Situation, dass Menschen von Jesus wieder weggingen. Und Jesus dann seine Jünger fragt, so, wollt ihr dann auch gehen? Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus bringt auf den Punkt, dass er erkannt hat, in den Worten gehört hat, hier kommt Ewigkeit in mein menschliches Leben hinein. Gottes Herrlichkeit finde ich hier bei Jesus. Eine andere Begebenheit war, als die Emmaus-Jünger unterwegs waren. Die Jünger haben nach der Kreuzigung Jerusalem verlassen. Sie wussten nicht, wie es weitergeht, gingen nach Emmaus, waren am Fragen, am Zweifeln. Und dann gesellt sich Jesus zu ihnen und spricht mit ihnen und erklärt ihnen, wie die Schrift gemeint ist, was passieren musste, warum es richtig und wichtig ist, dass es genau so passieren musste. Und im Nachhinein, im Rückblick, sagen die Jünger, brannte uns nicht das Herz, als er mit uns redete, als er uns erklärte, worum es geht? Wenn Jesus spricht, dann kommt Gottes Herrlichkeit in diese Welt hinein. Durch seine Worte können wir erkennen und verstehen, wie Gott ist. Das geschieht heute auch noch so. Leider sind diese tatsächlich körperlichen Anwesenheit von Jesus, diese Spaziergänge mit Jesus uns nicht so möglich, was sich sicher manch einer von uns wünschen würde, dass man einfach mal mit Jesus nebeneinander hergeht, mit ihm drüber spricht und er uns erklären kann, was es eigentlich meint, warum wir gerade so ein Ärgernis haben, wie das mit unseren Fragen ist, dass Jesus uns erklärt, wie das einzuordnen ist, von seinem Blick her, im großen Ganzen. Auf die Art geht es nicht. Und trotzdem geschieht es, dass Jesu Worte auch heute noch in unser Leben hineingesprochen werden, dass wir Jesus hören können, dass wir Jesu Worte für uns aufnehmen können. Es geschieht, wenn wir in der Bibel lesen, es geschieht in der Predigt, im Gebet, plötzliche Gedanken, die uns kommen, im Gespräch mit jemandem. Es geschieht auch durch Träume. Gottes Wort kommt in unser Leben hinein und sorgt dafür, dass unsere Wahrnehmung, unser Denken und Fühlen von ihm her neu geprägt wird, neu interpretiert wird, eine Ausrichtung kriegt. Eine Bekannte erzählte mir, nachdem ihr Mann sie und die drei Kinder verlassen hatte, dass sie nicht gut schlafen konnte über mehrere Monate, dass es ihr wirklich schwer fiel und dass sie immer wieder mit Sorgen wach lag nachts, dass sie sich fragte, wie werde ich das alleine schaffen? Wie soll ich das allein bewältigen, mein ganzes Leben und mit den Kindern? Und dann hatte sie einen Traum. Sie träumte und in dem Traum sah sie Jesus vor sich stehen. Er stand mit weit ausgebreiteten Armen vor ihr. Und er sagte zu ihr,
Du bist nicht allein. Ich bin bei dir und ich werde für dich und deine Kinder sorgen. Und als die Frau aufgewacht ist, wusste sie genau, dass Jesus ihr begegnet ist und dass Jesus seine Worte in ihr Leben hineingesprochen hat und dass diese Verheißung ihr Trost und Hoffnung gibt, dass Gottes Herrlichkeit in diese Situation hineingekommen ist. Gott will uns so in seiner Herrlichkeit begegnen, durch die Worte, die Jesus in unser Leben hineinspricht. Der zweite Punkt lautet, dass Gottes Herrlichkeit durch Jesus in Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Was muss das für ein krasser Umzug für Jesus gewesen sein? Was für ein Ortswechsel aus der himmlischen Herrlichkeit hier hinein in unsere irdische Welt. Den Stand der Allmacht verlassen und den Stand der Ohnmacht einnehmen. Hilflos dieser Welt ausgeliefert, als Baby in Windeln in der Welt sein. Und die neue Wohnung? Am Anfang war es eine Krippe, ein Stall. Und dann kam Flucht. Und auch all die weiteren Wohnorte waren keine Paläste, sondern es war eher ärmlich, es war eher klein. Und am Ende steht ein Hinrichtungsplatz vor den Toren der Stadt. In dieser ganzen Biografie wenig von Herrlichkeit und Pracht und Schönheit. Jesus tauschte seine unbegrenzte Freiheit ein und kam in unsere begrenzte Welt, kam in die Begrenztheit von menschlichem Leben, Begrenztheit von Fleisch und Blut. Johannes wählt bewusst diese Formulierung Fleisch, weil da deutlich werden soll, unsere Endlichkeit, unsere Hinfälligkeit, dass wir eben wirklich begrenzt sind in unserem Menschsein. Das wählt Jesus. Und trotzdem kann die Bibel sagen, in diesem Fleisch und Blut kam Gottes Herrlichkeit zu uns in die Welt. Wie kann das sein? Wo ist da die Herrlichkeit? Es gibt Berichte in den Evangelien, wo man sagen kann, ja, da begegne ich Herrlichkeit. Das ist die eine Geschichte, wo Jesus mit Jakobus, Johannes und Petrus eine Wanderung unternimmt, auf einen hohen Berg steigt. Und wo dann Jesus plötzlich, sein Gesicht wird strahlend wie die Sonne, seine Kleider werden weiß wie strahlendes Licht und Elia und Mose kommen dazu. Es ist ein besonderer Moment, es ist ein herrlicher Moment. Ja, da ist Herrlichkeit gut wahrnehmbar. Es waren andere Momente, wo die Jünger sicher die Herrlichkeit mehr erkennen konnten, wenn Jesus Menschen geheilt hat, wenn plötzlich ein gelähmter Mensch aufstehen kann und gehen kann, wenn ein blinder Mensch sehen kann, da wird Herrlichkeit deutlich. Es gibt Wunder, herrliche Wunder. Jesus kann auf dem Wasser gehen. Er kann mit wenig Brot und wenig Fisch 5000 Menschen satt machen. Ja, da kriegen wir so einen Hauch von Herrlichkeit mit. Da schwappt es rüber. Aber letztlich ist es nicht das, was Gottes Herrlichkeit deutlich rüberbringen will, sondern es sind andere Stellen, an denen uns Gottes Herrlichkeit viel, viel deutlicher präsentiert wird. Und dazu möchte ich mit euch zu den Predigten vom ersten und zweiten Advent kurz ein Stück zurückgehen. Und zwar sprach ich darüber, dass Gottes Herrlichkeit sich auf verschiedene Arten zeigt. Zum einen in seinem Handeln, zum anderen in seinen Werken, in seiner Schöpfung und dass es eben auch Gottes Herrlichkeit von seinem Wesen gibt, wie Gottes Wesen ist. Und zu Gottes Wesen gehören Pracht und Macht, Vollkommenheit, Gottes Wesen ist Heiligkeit, es ist groß und auf der anderen Seite gehört zu Gottes Wesen auch Liebe und Güte, Treue und Barmherzigkeit. Ein großer Teil dieser Herrlichkeit hat etwas mit Beziehung zu tun. Es braucht ein Gegenüber,
um wahrzunehmen, was Liebe, was Treue, was Gnade, Barmherzigkeit ist. Wir können solche Dinge nicht für uns alleine erleben, sondern wir brauchen einen anderen Menschen, ein Gegenüber, um zu begreifen, was Barmherzigkeit meint, um das zu erleben, was Treue ist. Und damit sind wir bei Jesus angekommen, Jesus in Fleisch und Blut, der unter uns wohnte, der unter uns gelebt hat. Jesus ist gekommen, damit wir diese Herrlichkeit Gottes verstehen können, begreifen können, wahrnehmen können. Jesus ist gekommen, damit wir erleben können, was Gnade meint und was Liebe meint, dass es in unserem Leben stattfinden kann. Jesus ist deshalb in Fleisch und Blut gekommen, damit wir die Herrlichkeit Gottes von seinem Wesen her verstehen können. Ich lese euch dazu aus dem Hebräerbrief noch einige Verse. Hebräer 1, 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch den Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wir sollen wirklich erkennen, dass diese Wesensherrlichkeit Gottes, dass die in Jesus Christus unter uns präsent ist. Sie ist hierher gekommen, unverfälscht. Und wir müssen uns jetzt fragen, okay, wie kann ich die jetzt erkennen? Wie kann ich die wahrnehmen? Wie kann ich die wirklich sehen? Wie zeigt sich Gottes Wesen in Jesus? Und dafür können wir in die Evangelien schauen. Das können wir in den Evangelien nachlesen. Wie Geschichte für Geschichte, ein Bericht nach dem anderen Bericht, immer wieder davon handelt, dass Jesus sich den Menschen zuwendet, dass er den Menschen begegnen will, dass es ihm darum geht, dass Menschen mit ihm in Kontakt kommen. Jesus will die Trennung zwischen Gott und Mensch aufheben. Er sucht sich 12 Jünger und investiert jahrelang in die Beziehung zu ihnen. Er ist mit ihnen unterwegs, er isst mit ihnen, er lehrt sie, erklärt ihnen Dinge, er spricht mit ihnen, er prägt sie, er gibt ihnen Aufgaben und er liebt sie. Petrus darf hautnah erleben, was es heißt, dass Gottes Herrlichkeit Treue und Barmherzigkeit beinhaltet. Es sind andere Geschichten, die die Bibel uns weitergibt. Da ist der Zöllner. Jesus nimmt sich Zeit, mit ihm zu essen, weil er mit ihm Gemeinschaft haben will und weil er ihm begegnen will. Da ist Maria. Sie setzt sich zu ihm an den Tisch und Jesus sagt, es ist gut, dass du hier bist, damit wir uns austauschen können, damit wir Beziehung haben. Und da ist die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus signalisiert ihr, ich nehme dich wahr. Und er gibt ihr Wert und Würde. Er tritt in Beziehung zu ihr. Und dann kommt die Krönung von Gottes Beziehungsherrlichkeit. Und zwar, Jesus spricht selbst davon, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass er verherrlicht wird. Und dann beschreibt er weiter, dass er erhöht werden wird. Und er will seine Jünger darauf vorbereiten, dass er sterben muss, dass er am Kreuz sterben wird. Und es ist das Kreuz der Ort, an dem am stärksten Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommt. Das Kreuz ist der Ort, an der wir eine Herrlichkeit erkennen können, voller Gnade und voller Wahrheit. Es ist der Ort, wo Gott dafür sorgt, dass die Trennung zwischen Mensch und Gott endlich aufhört, weil er so unendlich gern mit uns in Beziehung treten will. Jesus stirbt für uns, damit die Beziehung zwischen Gott und Mensch geschehen kann. Und deshalb, ich finde es so wichtig, dass wir für uns wirklich auf dem Schirm haben, wenn es um Gottes Herrlichkeit geht, es geht nicht an erster Stelle um das Pompöse, um das Spektakuläre. Es geht nicht um diese großartigen Wunder, aus Not gerettet zu sein, um diese tollen Highlights.
Ich glaube sogar eher, dass Wunder eigentlich eine Randerscheinung sind. Wenn ihr mal überlegt, wie groß ist die Halbwertszeit von einem Highlight oder einem Wunder? Wie lange hält das an? Wie lange begeistert euch das? Wie lange hält euch das an Gott fest? Eigentlich ist ein Glaube, der auf Wunder angewiesen ist, zum Scheitern verurteilt. Wir brauchen einen Glauben, der im Alltag durchträgt, der im Alltag mir zeigt, dass Gottes Herrlichkeit da ist. Am schnöden Mittwochmorgen, wenn ich mich in der Schule rumärgere, wenn ich die Wäsche bügeln muss, wenn ich eigentlich nicht genau weiß, wie dieser Tag wohl noch laufen soll. Jesus sagt an anderer Stelle zu Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und darum geht es, um einen Glauben, der sich immer wieder neu nach Jesus ausstreckt. Hier sitzen diverse Menschen, die in ihrem Leben noch keine spektakulären Wunder erlebt haben und die trotzdem an Jesus Christus glauben, die mit Gott unterwegs sind und sagen, und ich erlebe seine Herrlichkeit. Nicht in großen Wundern, sondern ich erlebe sie Tag für Tag darin, dass ich weiß, Jesus geht neben mir, er ist mir nahe, er vergibt mir, er liebt mich, er ist für mich gestorben und er gibt mir die Hoffnung auf ewiges Leben. Und das ist die Herrlichkeit, die in unserem Leben aufblitzen will und die an manchen Tagen funkelnd und toll ist und an manchen Tagen auch ganz schön eingestaubt und wieder poliert werden muss. Wer Gottes Herrlichkeit sehen will, wer sie wahrnehmen will, der muss auf Jesus schauen und sich immer wieder nach Jesus ausstrecken, jeden Tag neu. Und Jesus will im Wort, in dem, dass er Mensch geworden ist, in unser Leben hineinkommen und sagen, hier bin ich und ich bin für dich und meine Herrlichkeit ist da für dich, jeden Tag neu. Amen.